Heute dreht sich hier alles um Xiaomi. Kennt ihr nicht? Glaube ich nicht. Denn Xiaomi ist quasi der Mutterkonzern hinter Ninebot. Eine kräftige Finanzspritze von Xiaomi ermöglichte es Ninebot, vor einigen Jahren Segway USA zu übernehmen. Xiaomi ist quasi das chinesische Apple und nicht nur ganz gut im Kopieren, wie ihr hier an einem ihrer Stores in Peking seht, sondern baut auch interessante Sachen wie hier einen elektrischen Wasserkocher mit Bluetooth-Unterstützung oder hier einen vollautomatischen Mülleimer. Ich glaube, den muss ich euch irgendwann auch nochmal in einem extra Video zeigen. Das ist völlig crazy. Nein, Xiaomi baut auch E-Scooter. Ein sehr populäres Modell ist der M365, der auch von einigen Verleihern ursprünglich mal genutzt wurde, aber in Deutschland bisher nicht legal betrieben werden durfte. Das hat sich heute geändert. Ich habe hier heute für euch eins der ersten Exemplare des Mi Electric Scooters 1S mit deutscher Straßenzulassung und das packen wir jetzt gemeinsam aus. Kommt mit! Und damit herzlich willkommen hier zu einem neuen Video bei Hentech. Auf meinem Kanal geht es um E-Scooter, E-Mobilität und alles, was Spaß macht. Wenn dir das gefällt, würde ich mich natürlich sehr über dein Abo freuen. Schauen wir uns zunächst doch jetzt einmal den Karton an. Ja, ganz Ninebot-like kommt dieser Karton vollfarbig daher, hier mit einem schönen Produktfoto, ansonsten weiß gestaltet. Ich habe ja schon gesagt, Xiaomi guckt immer ganz gern bei Apple, da sind ja die Kartons neuerdings auch alle weiß. Ja, außerdem haben wir hier nochmal ein wichtiger Hinweis. Den Mi Electric Scooter 1S. Es gibt auch den 2 Pro, der eine größere Reichweite besitzt. Und ansonsten kleine Designänderungen, aber im Wesentlichen ist der Unterschied da die Reichweite. Ich habe euch oben nochmal ein Bild eingeblendet, dann seht ihr die Unterschiede. Hier also den 1S. Außerdem auf dem Karton hier ein paar Produkteigenschaften schon mal vermerkt. Einmal hier die App-Unterstützung. Auch das genau wie bei Ninebot. Sicherlich eine Möglichkeit, die Fahrdaten anzuzeigen. Wir schauen uns das gleich beim Unboxing auch mal kurz an. Dann ein multifunktionales Cockpit. Das ist aus meiner Sicht gar nichts Besonderes. Oben im Lenker wird man die Geschwindigkeit sehen, den Akkuladestand. 30 Kilometer Reichweite. Ich verrate schon mal, hier sind LG-Zellen verbaut. Im Praxistest werden wir natürlich genauestens nachprüfen, ob diese 30 Kilometer auch tatsächlich erreicht werden. Ja, der Motor liefert 300 Watt, in der Spitze auch 600. Das ist erstmal so ein ganz ordentlicher Wert. Da bin ich schon gespannt, wie der anzieht. Und vor allen Dingen bin ich gespannt, wie schnell er ist. Gesetzlich ist er ja auf 20 Kilometer begrenzt. Der Hersteller könnte allerdings das Ganze ausreizen und bis 22 km/h erlauben. Ob Xiaomi das an dieser Stelle getan hat, das erfahrt ihr dann in unserem Praxistest. Am besten jetzt schon ans Abo denken, dann verpasst ihr auch nichts. Ja, ansonsten haben wir hier noch Scheibenbremsen verbaut. Das ist auch ganz klassisch eigentlich bei Rollern dieser Klasse. Sowie eine elektromagnetische Bremse. Das ist interessant. Wir haben hier bei dem Mi 1S Luftreifen, 8,5 Zoll. Die schauen wir uns gleich auch nochmal genau an. Sollen natürlich Stöße abfangen. So, genug gelabert. Ich würde sagen, wir holen das gute Stück mal raus. Tschakka! Na? Ja, das sieht schon mal sehr, sehr aufgeräumt aus. Man sieht da diese grauen Plastiktüten, wie sie gern in China-Sendungen verwendet werden. Hier so eine Halterung aus Pappe und auch ein deutscher Garantiehinweis. So, ich nehme dann jetzt einfach mal hier diese Halterung ab aus Pappe. Die gucken wir uns nachher noch an, die Broschüre. Ja, hier ist im Prinzip jetzt schon die Lenkerstange. Und hier ist der Lenker in dieser Tüte verpackt. So, das kommt ganz gut raus hier in einem Stück. Zack. So. Ja, bevor ich den Karton jetzt entsorge, den brauchen wir nämlich nicht mehr, werft bitte noch mal kurz einen Blick nach innen. Denn Xiaomi macht hier alles richtig. Sie verbauen also hier wirklich so eine Halterung vollständig aus Pappe und verzichten auf Styropor. So wünsche ich mir das und so habe ich das bei den anderen Unboxings auch immer gefordert. Ja, dann wollen wir mal Platz schaffen. Das brauchen wir nicht mehr. Oh, habe ich euch getroffen? Ja, packen wir das Ganze mal weiter aus. Einmal hier diese grauen Säcke entfernen. Ja, hier hängt jetzt der Lenker so drin und wie ja, bei den meisten E-Scootern üblich, ist das tatsächlich ein Teil, was man noch montieren muss. Oho, schön, hier sogar nochmal die Griffe mit Schutzfolie versehen. Ja, und hier wie üblich, das habe ich auch so schon erwartet, müssen wieder 4 Schrauben gesetzt werden, um den Lenker dann den Lenkergriff am Lenker zu befestigen.
Ja, als erstes würde ich sagen, klappe ich das einfach mal hier hoch und fixiere das und wir lassen das hier mal vorsichtig runterbaumeln. Da dürfte eigentlich nichts passieren. So, wir arretieren mal den Lenker. Zack. Und dann können wir nämlich auch hier gucken, was sich hier noch in unserer Wunderkiste verbirgt. Das ist einmal hier ein kompletter Ersatzreifen mit Schlauch. Hier ist quasi, seht ihr das? Ventil, also Luftreifen mit Schlauch, ist komplett einmal dabei. Das fühlt sich ja fast so an, als müsste man hier häufiger mit Platten rechnen. Wollen wir es mal nicht hoffen. Dann hier wahrscheinlich das Netzteil. Schauen wir uns gleich mal komplett an, das Zubehör. Und das war es auch schon. Jetzt haben wir auch hier diese schicke Halterung. Kommt weg. Und hier, liebe Kinder, nicht essen. Ist nicht gesund. Und die letzte Plastiktüte. Und dann haben wir den ganzen Roller im Grunde auch hier schon freigelegt. Sehr schön. Ja, ich muss sagen, Verpackung absolut solide, hauptsächlich aus Pappe, sehr schön. Bislang bin ich wirklich begeistert. So, bevor wir den Scooter zusammenbauen, schauen wir nochmal, was in der Box war. Das ist einmal hier die Garantiekarte. Dahinter steckt die Axdia GmbH, International GmbH, ein deutsches Unternehmen. Das ist ganz gut, sodass man bei Service- und Garantieangelegenheiten, ja, nichts ins Ausland schicken muss und mit einem deutschen Ansprechpartner zu tun hat. Das finde ich schon mal ganz sinnvoll. Ja, außerdem natürlich hier die Datenbestätigung, wo nochmal alle Daten zum Fahrzeug aufgeführt sind, sodass man dann letztendlich hiermit sein Versicherungskennzeichen beantragen kann. In dem Sinne auch nichts Besonderes, so kennt man das. Hier ganz witzig seht ihr das Segway-Zeichen, was ich eingangs erwähnt habe. Hinter Xiaomi und Ninebot steckt letztendlich ein großer Konzern, sodass das natürlich ganz gut ist, denn man weiß, die Ninebot-Qualität war in der Vergangenheit eigentlich immer ganz überzeugend. Ja, was haben wir noch in der Packung? Nochmal so eine Datenbestätigung von Segway Ninebot mit den verschiedenen TÜV-Prüfungen und den DIN-Normen, die hier überprüft wurden. Und das ist im Prinzip dasselbe, was wir gerade auf Deutsch hatten, nochmal in verschiedenen Sprachen übersetzt, also die EG-Konformitätserklärung. So, da haben wir noch die Zubehörbox, da schauen wir natürlich jetzt auch gemeinsam rein. Ja, da kommt auch schon das Montagezubehör. Wir haben einmal hier die Schrauben, auch schön mit Schraubenkleber versehen, das ist immer ganz praktisch. Und auch ein Schraubwerkzeug, was durchaus etwas höherwertiger zu sein scheint als diese IKEA Inbusschlüssel, wie man sie sonst so kennt. Okay, das brauchen wir gleich. Wir setzen den Roller natürlich gemeinsam zusammen. Was haben wir noch? Wir haben hier den üblichen Ventiladapter. Den kennt man von Ninebot schon, um die Reifen mit Luft zu befüllen. Ja, dann hier natürlich wieder ein deutsches Stromkabel, was wir brauchen für das Netzteil, wie ich annehme. Und das Netzteil kommt dann auch hier schon zum Vorschein. Oh, das ist tatsächlich kein Standardnetzteil, wie wir es von anderen Rollern kennen, sondern auch hier wieder mit dem kleinen Häschen von Mi. Und dann gucken wir mal. Der Battery Charger. Der Lader kommt mit 2 Ampere daher. Das ist so ein Standardlader. Und wir werden sicherlich 3 bis 4 Stunden brauchen, um den Akku des Rollers wieder voll aufzuladen. Macht aber insgesamt einen hochwertigen und recht schweren Eindruck. Klappert auch nichts. Das ist gut. Schön. Ja, und ganz zum Schluss haben wir dann auch noch das Benutzerhandbuch, was sogar auch in Deutsch daherkommt, in verschiedenen Sprachen. Das ist gut. Schauen wir uns jetzt nicht durch, da erwarte ich jetzt keine Überraschung. Ich hatte mir auch online schon die digitale Version angesehen. Das passt soweit. Okay, damit haben wir das Zubehör hier einmal durch und ich würde sagen, wir können zur Montage kommen. So, jetzt wollen wir ihn mal auspacken, hier den Lenker aus der Lümmeltüte. Okay, hier ist nochmal, der ist aber hier großflächig mit Text beklebt. Ich frage mich, wer das lesen soll. Also ganz ehrlich, da hilft auch meine Lesebrille nicht. Verrückt, habe ich auch noch nie gesehen, sowas. Also Lenker ist hier die Litfaßsäule an diesem Roller. Aber wir kriegen das, denke ich, auch ohnehin, ohne dass wir uns das durchlesen, denn es wird jetzt hier der Lenker eingesetzt. Und dazu müssen wir wie üblich hier dieses Kabel versenken. Und das ist manchmal so ein bisschen nervig, weil da natürlich oft schon auch Kabel im Lenkerrohr verlaufen und man muss das Ganze dann immer so ein bisschen nach unten befördern. Aber ich glaube, jetzt haben wir es im Grunde und können den
Da sollten die mal so einen Stopfer beipacken, mit dem man das nach unten stopfen kann. Mit meinem Finger komme ich hier auf jeden Fall nicht mehr weiter. Können das dann so rein versenken. Oh, hier ist auch, guckt euch das an, alles beschriftet in was für vielen Sprachen und Varianten. So, vier Schrauben. Ich denke, das kriegt jeder hin, das, außer mir. Mir fällt es gleich erstmal runter. Na, zum Glück habe ich noch eine in der Hand. Also vier Schrauben, mit denen man hier dann quasi, wenn man es hinkriegt, so, einmal hier den Lenker befestigt. Und jetzt dasselbe nochmal vorne. Ja, witzigerweise hängt hier jetzt noch die Waschanleitung, ne? Also ich könnte mir vorstellen, bitte nur pflegeleicht bei 40 Grad. Also hier wird einem nochmal erklärt, wie das ist mit der Reichweite, wie man die berechnet hat. Ne, mit einer Person von 75 Kilo bei 25 Grad, dann bekommt man 30 Kilometer Reichweite raus. Aber schön, dass sie typischer Kilometerstand geschrieben haben. Flacher Asphalt. Ja, gut. Ja, damit ist der Aufbau dann auch schon fertig. Das ging wirklich ratzfatz und wir werfen jetzt nochmal einen genaueren Blick auf den Roller. Ja, fangen wir hinten an. Die Kennzeichenhalterung und der Rückstrahler sind hier wirklich sehr unauffällig, dezent integriert. Die Kennzeichenhalterung leicht gebogen, das habe ich in der Form auch noch nie gesehen. Kotflügel wirkt richtig massiv, ist auch hier mit den bekannten Streben verstärkt. Also hier sollte nichts brechen. Das ist wirklich insgesamt eine sehr solide Verarbeitung, was ich hier sehe. Das setzt sich dann hier vorne auch fort. Die Gummimatte ist wirklich akkurat aufgeklebt. Die Noppung ist soweit ganz gefällig. So wünsche ich mir das. Das ist wirklich ordentlich. Ja, gleiches gilt auch hier für die Schweißnähte. Das habe ich auch schon ganz anders gesehen. Die sind auch ordentlich ausgeführt. Also hier gibt es wirklich überhaupt nichts zu meckern. Ständer ist natürlich auch mit von der Partie. Ja, ist leichtgängig. Macht auch einen guten Eindruck. Reflektoren auch schön integriert. Ja, wenn wir dem Roller dann hier mal unter die Wäsche schauen und an den Rock gucken, sehen wir hier quasi eine Plastik-Unterbodenabdeckung. Darunter verbirgt sich der 7,65 Amperestunden starke Akku, der laut Hersteller für eine Reichweite von 30 Kilometern sorgen soll. Das erscheint mir etwas optimistisch, diese Angabe, denn auch Roller mit 10 Amperestunden kommen eher so auf 30 bis 34 Kilometer. Das müssen wir also überprüfen. Ja, was wir hier unterm Roller natürlich ganz eindeutig hinten vermissen an der Hinterradachse, ihr seht, es gibt keine Federelemente. Der Roller setzt also einzig und allein auf seine 8,5 Zoll Luftbereifung und versucht dadurch, sag ich mal, einen gewissen Komfort zu erreichen. Auch das müssen wir im Praxistest natürlich auf die Probe stellen. Ansonsten auch hier die Verarbeitung äußerst akkurat. Die Schweißnähte sehen echt top aus. Und selbst hier das Batteriefach ist mit einer schönen Gummilippe abgedeckt, die tatsächlich, ihr glaubt es nicht, magnetisch hält. Das ist ja verschärft. Also das ist wirklich nochmal, wie soll ich sagen, ein neuer Maßstab hier, was die Qualität von Gummilippen angeht. Ja, der Roller ist nämlich, und deswegen brauchen wir die auch, IP54 zertifiziert, ist also spritzwassergeschützt. Ich empfehle trotzdem, E-Scooter nach Möglichkeit nicht so oft im Regen zu fahren. Irgendwo kommt ja immer ein bisschen Wasser rein. Ja, ich würde sagen, das war es hier zum Chassis. Keine Überraschung, hier oben ist einmal so dezent noch Mi aufgedruckt, wie auch immer. Und ansonsten aber absolut schlicht gehalten, dezent, unauffällig. Der Motor sitzt bei diesem Roller im Vorderrad, leistet 300 Watt, in der Spitze auch bis zu 600. Damit soll er 14% Steigfähigkeit ermöglichen. Ja, auch das ist natürlich eine Angabe, die wir in der Praxis prüfen werden. Ja, wenn wir uns dann jetzt weiter am Lenker hocharbeiten, sehen wir hier die Kabelführung, die sehr aufgeräumt ist. Die Kabel sind hier nochmal mit so einem Clip verbunden. Da kann ich soweit nichts beanstanden. Das ist in Ordnung. Auch hier diese Gummifropfen sitzen korrekt. Das habe ich teilweise auch bei einigen Rollern schon anders erlebt. Ja, und der Klappmechanismus, der ist natürlich auch immer interessant. Der ist hier in dieser Ausführung durchaus bekannt. Habe ich auch schon bei anderen Herstellern so gesehen. Hier ist ein bisschen auffällig, dass auch hier selbst da ein kleiner Mini-Aufkleber ist, dass man sich seine Finger nicht verletzen soll. Das sind ja amerikanische Verhältnisse. Wir probieren den jetzt einmal aus. Ich löse den. Dann kann ich den Lenker nach hinten klappen. Und dann, wie bei Nineboard auch üblich, ist quasi die Klingel, ist hier die Raste gleichzeitig, um dann den Roller anheben zu können. Das klappt wirklich super.
Der ist kompakt gebaut. Ich denke, das ist ein Roller, den man immer gut dabei haben kann, auch in der Straßenbahn. Natürlich auch hier wieder, Griffe lassen sich leider nicht einklappen. Aber nun gut, irgendwas ist ja immer. Am Lenkerrohr ist dann auch so ziemlich das einzige Designelement. Hier ist einmal das Firmenlogo aufgedruckt. Ja, und das war es auch schon. Der Rest ist schwarz, grau, anthrazit, wie auch immer man das nennen möchte. Ja, und jetzt sind wir auch schon hier oben beim Cockpit angelangt. Ja, dominiert wird das Ganze hier von diesem Display, wo man auch nochmal diese schöne Folie abziehen kann, auf der im Grunde nur draufsteht, dass man den Knopf drücken soll, um ihn einzuschalten. So, das ist doch immer, geht doch runter wie Öl hier. Sehr schön. Und das machen wir jetzt auch mal. Wir sehen im Prinzip, wie ich schon gesagt habe, hier unten den Akkustand. Wir sehen hier den Fahrmodus. Das steht jetzt auf Drive. Werden wir mal herausfinden müssen im Praxistest, welche Modi es da sonst noch gibt. Und natürlich oben schön groß die Geschwindigkeit. Ja, ansonsten haben wir hier am Lenker auf der rechten Seite das Daumengas. Daumengas finde ich immer ganz gut, gerade auch wenn das hier so angebracht ist und nicht etwa hier vorne irgendwo. Außerdem haben wir hier die elektrische Bremse und das ist eine Besonderheit. Diese ist nämlich ja auch als normaler Bremsgriff ausgeführt. Das kann manchmal schwierig sein, gerade wenn sie nur eine Stufe hat, nämlich an oder aus. Und ich hoffe aber, dass Xiaomi hier nicht gepatzt hat, sondern dass diese Bremse sich auch wirklich fein dosieren lässt. Das ist für mich einer der interessantesten Punkte beim Praxistest. So, dann haben wir hier außerdem noch die Klingel, die wie gesagt solide ist, gleichzeitig hier auch die Lasche enthält, um den Lenker zu arretieren. Ja, und auf dieser Seite haben wir dann die ja schon bekannte Scheibenbremse, die wir schon bei verschiedenen Rollern gesehen haben. Ja, an sich inzwischen fast schon Standard. Was aber überhaupt nicht Standard ist und was natürlich richtig erfreulich ist, ist die Tatsache, dass Xiaomi es gelungen ist, hier beim 1S die Beleuchtung, das Vorderlicht, komplett oben ins Cockpit zu integrieren und nicht etwa hier, sage ich mal, hässlich irgendwo am Lenkerrohr noch nachträglich anzubringen. Und jetzt schauen wir mal, ob wir die eingeschaltet kriegen. Ich drücke einfach mal doppelt. Ah, da haben wir sie. Also richtig so eine Art Linsen-LED-Leuchte, die recht hell, wie man vielleicht sieht oder auch nicht, ja, die Straße ausleuchtet. Das ist wirklich ein großes Plus. Ja, um den Roller in Betrieb nehmen zu können, müssen wir ihn nicht nur einschalten, sondern müssen ihn auch zunächst mit der Mi Home App registrieren. Vorher lässt sich der Roller nur mit 10 km/h nutzen, piepst auch ganz fürchterlich vor sich hin. Ja, und das habe ich hier mal versucht. Er sucht also hier oben nach Bluetooth-Geräten. Da merken wir aber relativ schnell, da kommen wir nicht weiter. Und wenn wir dann manuell ein Fahrzeug auswählen wollen, dann sehen wir, dass dieser Roller schlichtweg in der App noch nicht existent ist. Ja, und das führt dazu, dass ich als Nutzer im Grunde den Roller nicht nutzen kann oder nur eingeschränkt nutzen kann. Und das ist ganz ärgerlich. Ich finde, sowas darf nicht sein. Hersteller dürfen einen zum einen nicht zwingen, die persönlichen Daten abzugeben und zum anderen dann auch noch das Produkt zu beschneiden. Das ist wirklich kein feiner Zug. Ich denke mal, Xiaomi hat die App noch nicht aktualisiert, da die Roller offiziell ja erst in 2 Tagen vorgestellt werden. Ja, so kommen wir heute auf jeden Fall nicht weiter. Wir müssen euch deshalb auf das Review vertrösten. Da stellen wir euch natürlich die App nochmal ganz im Detail vor. Was ich euch noch verschwiegen habe, das ist natürlich der Preis. Dieser Roller ist von Xiaomi mit einer UVP von 499 € angesetzt, wird aktuell aber bereits 50 € günstiger verkauft. Und ich muss sagen, für das Geld bekommt man hier wirklich ein solides Stück Technik, wie mir scheint. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie euer Ersteindruck dieses Rollers ausfällt. Was hat euch gefallen, was gefällt euch weniger und vor allem, was wollt ihr im Praxistest unbedingt wissen? Schreibt es in die Kommentare und wir werden versuchen, euch die Antworten zu liefern. Die verschiedenen Funktionen sind überzeugend, angefangen oben vom integrierten Licht, von der App-Unterstützung. Ja, dann die Reichweite mit 30 Kilometern, die auch völlig in Ordnung ist für ein Pendlergerät. Die kompakten Maße mit 12,5 Kilo Gewicht, auch äußerst transportabel. Ja, und letztendlich freue ich mich schon richtig, richtig auf den Praxistest. Damit ihr den Praxistest auch nicht verpasst, empfehle ich euch jetzt unbedingt ein Abo dazulassen. Einfach hier unten drücken und dann auch gleich die Glocke läuten, denn dann macht das Ganze gleich noch doppelt Spaß. Ja, ansonsten an dieser Stelle möchte ich mich natürlich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr dabei wart. Freue mich schon auf das nächste Video mit euch. Fahrt vorsichtig, bleibt gesund und wir sehen uns dann bald wieder hier bei Hentech. Ciao!